Recht herzlich willkommen zur 108. Folge von Kerbal Space Programm. Ja, wir sind wieder drinne, sind jetzt hier unterwegs und müssen da gleich eine Korrektur machen, um in diese Richtung da zu kommen. Müsste ungefähr so ähnlich sein, wie das da jetzt zu sehen ist. Und warte mal hier raus, dann kann man das sehen. Sollten hier rüber fliegen können. Location. 10, 6, 10, 7 und da sollten wir landen. Ne? Also müssen wir gucken, dass wir da hinkommen. Ja, wir sind soweit, glaube ich, vorbereitet, sind hier ausjustiert. Sollte eigentlich klappen. Wir haben noch 4 Minuten, das bedeutet, wir können das mal gerade beschleunigen. Und gucken, dass wir die Minuten etwas schneller vonstatten kriegen. 3, 2, 1, dann machen wir mal jetzt wieder runter. Wir sind viel zu schnell gewesen, aber es ist alles noch in Lot, würde ich sagen. Und können jetzt eigentlich schon mal loslegen, ne? Brennen wir mal rüber gerade. Und da ist es ja auch gar nicht so schwer, da gleich anzuhalten, ne? So, zapp. Ich denke, das passt. Könnten noch. Ich schätze mal, ja, ist jetzt ein bisschen schwer zu sehen, aber das passt schon. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier unten noch wieder dann den nächsten, den können wir jetzt hier erstmal wegmachen und hier unten nachher nochmal den nächsten machen, dass wir die Höhe passend runterkommen. Das Manöver, aber eigentlich ist das ja, ne, nicht so schwierig, weil eigentlich müssen wir da nur, oh, das war ein bisschen schnell. Wo sind wir da? Auf 178.000. Jetzt müssen wir nur gucken. 100.000 sind das jetzt. Das ist natürlich nicht passend hier, dass man, na okay, ich könnte auch den anpacken, glaube. 95. Ja, gestaltet sich dann schon schwierig, ne, weil wir. Da so weit machen müssen, dass das dann klappt, ne? Weil wir unten größer sind. So, 32.000. Und dann wird es schon ganz kompliziert, weil mit Berge und sowas hat der Dralo uns auch geschrieben, ne? Da müssen wir aufpassen. Das sind dann 14.000. Ja, jetzt sehe ich natürlich dann mein Dingens nicht mehr. Das sieht aber so aus, als ob das ganz gut so ist. Siebzehn, acht und ich glaube, wir brauchen irgendwas bei 7 oder sowas, ne? Und da ist es jetzt noch ein bisschen daneben dann. Das bedeutet, ne, wir machen das erst so und dann schauen wir weiter. Vielleicht, ich weiß nicht, wie viel der Abstand ist und ob das reicht. 2,5 Kilometer war bei der Landung. Dass man daneben sein darf, muss man gucken, wie viel man hier machen darf. So, bedeutet ausrichten. Falsche Richtung gedreht, aber wird schon klappen, leider noch. So, dahin. So, knapp vorbei. So, klein bisschen rechts. So, und das Ganze 2 Stunden später. Machen wir mal hier einen Time Warp. 2, 16, 17, 18. Da können wir noch eine schneller machen. 1 Stunde 59, 30. Ich muss erstmal runter von der Geschwindigkeit und dann wieder hier. Ausrichtung ist noch top. 26 Minuten. 20, 19, 18, 17, 16, 13, 12, 7. Und jetzt machen wir langsam. So, Ausrichtung ist immer noch gut. Und dann müssen wir gleich brennen. So, 136 steht da.
Mal gerade noch ein bisschen schneller. So, noch eine Minute. Runter mit der Geschwindigkeit und ja, brennen wir gerade. So. Sieht gut aus alles. Passt, oder? So, wo ist jetzt unsere Stelle? Da, 11. Das war zu viel. Jetzt sind wir bei 10. Gut. Würde bedeuten, einmal andersrum ausrichten und wir kriegen das sofort wieder hin. Das war die falsche Taste übrigens. Ne, das war der, das ist der. Müsste ja eigentlich so am besten gehen, ne, oder? Wenn wir ausgerichtet sind, machen wir gerade ein bisschen Gas und dann sollte es laufen. So. Das war gefordert, ne? 10,6 und da landen. Alles klar, 10,7. Wo sind die Punkte? Hier, oder? Ja. Jetzt passt das natürlich mit dem gar nicht mehr. Kriegen wir dann aber auch gleich hin. So, wir sind jetzt hier unten. Warte mal, dann machen wir den erstmal wieder weg. Wir sind hier unten, ne? Ja. Das bedeutet, wir müssen gleich... Na. Dahin. Dann würde ich sagen, müssen wir hier mal gleich ein Manöver machen. Ne, so rum war das nicht, sondern so rum. Und dann ist schon wieder die Höhe nicht passend, oder doch? Ne, dann geht er gleich automatisch auch hoch. Da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Korrekturen sind das. Hm. Dann würde ich ja jetzt schon fast sagen, wenn wir da so sind, ne? Ändert sich das jetzt eigentlich, wenn ich jetzt... Nein, das ändert sich dann nicht. Gut. Jetzt sehe ich das so ganz schlecht, ne? Lass uns das mal so anfliegen erstmal. Oder? Ja. Machen wir den an gerade. Und wenn wir den jetzt hier gleichzeitig ein bisschen ziehen. Das war zu viel des Ganzen. Hier dann 6, 7, nein, 5 oder 6 ist schon passend. So. Dann müssten wir ja ziemlich da vorbeikommen. Und ich gehe von aus, dass es dann schon gar nicht mal so schlecht ist, ne? So. Also, wieder ausrichten. Wieder falsch rum, ist auch klar. Aber wir müssen hier noch den setzen, sonst klappt das nicht mit dem Ausrichten. So, minimal daran. Das passt und in 6 Minuten können wir das machen. Ja. Wieder die Zeit ran, schneller. 4, 3, 2, 1. Haben wir. Wir sind noch gut ausgerichtet und dann müssen wir gleich nur einmal Schub machen. Gut. Können wir noch ein bisschen schneller einmal. So, Geschwindigkeit wieder normal. Ausgerichtet sind wir. Und dann würde ich sagen, nochmal verschieben, ne? Gut. Das sieht einigermaßen gut aus. Da lassen wir es mal gerade sein. Gucken jetzt, wie unsere momentane Flugbahn da ist. Das ist noch nicht fertig.
jetzt kommen wir da lang. Was sagt die Höhe hier? Bisschen zu hoch. Aber das lassen wir erstmal so. Das müssen wir nachher hier unten korrigieren, ne, oder? Also das, ja, weg. Ist halt so jetzt gerade. Die Höhe wären jetzt 2000. Wenn das mit den 2 Kilometern wäre, dann müssten wir das ja hier auch hinkriegen, oder? Lass uns mal hier das aufmachen. Und 10,7, 10,6. Diese beiden sind das, ne? Temperatur messen. Temperatur messen. Das wäre jetzt das Thermometer hier. Da, ne? Gut. Wir müssten jetzt eigentlich nur da vorbeifliegen und dann schauen, dass das grün wird. Und wenn es grün wird, können wir die Temperatur einmal messen, oder? Weil die Kondition wäre dann gegeben, oder sehe ich das falsch? Wir sind noch da hinten, ne? Genau. Dann lass den mal gerade ein bisschen schneller kommen. Da kommt er. So. Ich weiß nicht, ob es da klappt, aber das werden wir gleich sehen. Hab ja die Hoffnung, ne, dass das hier so ist. Und dass das dann auch reicht. Okay. War das der? Ne, der ist es. So. Doch noch ein bisschen schneller gerade. Jetzt sieht man gerade wieder nicht, wie nah man dran ist, ne? So. Okay, das sind 12,4. Hier geht es ja auch vielleicht schon wieder runter, ne? Weiß ich nicht. Könnte, also so ein bisschen sieht so aus, als ob es gar nicht mehr so schlecht ist, ne? Näher ran kann ich jetzt nicht. Ja. Ich weiß jetzt nicht, kommt der grüne Haken, wenn die Messergebnisse passend sind? Ich glaube ja, ne? So. Nochmal dahin. Also jetzt erscheint es mir gleich so, als ob das die Stelle ist, wo wir messen müssten. Und da ist ein Haken gekommen. Der da. Also müsste das geklappt haben. So. Transmit von mir aus. Jetzt gucken wir nochmal. Die Bahn ist aber immer noch gut. Das bedeutet auch, dass wir gleich hier nochmal schwenken können, ne? Und zwar würde ich sagen, der ist es, ne? Ja, 10,7. Den darf ich jetzt nicht aus dem Auge verlieren. Den müssten wir da setzen.
Und dann da müssen wir rüberschwenken. Nein, andersrum. So. Welche Höhe hätten wir da? 15. Das wäre zu viel. Das bedeutet dann auch noch da eine Korrektur. Nee. Activate Navigation. Okay, das will ich gar nicht, weil ich komme so ganz gut klar. Ich möchte aber die Apoapsis angezeigt haben da. Die sitzt jetzt natürlich genauso so, dass ich das nicht hinkriege, ne? So, jetzt habe ich es aber. So. Wo ist es jetzt? Wo ist mein Marker da? Das war falsch rum. So, 11. So, das sollte auf jeden Fall reichen. Ich muss nur gerade gucken. Das sieht aber alles noch top aus. Hier, oder? Doch, das ist alles noch gut, würde ich sagen. Ja, das können wir fliegen. Das können wir fliegen, würde ich sagen. Gut. Das bedeutet aber jetzt erstmal einen Hammer. Den nächsten machen wir in der nächsten Runde und wahrscheinlich in der übernächsten Runde werden wir erst landen, weil da müssen wir gucken, dass wir das dann alles so hinkriegen, ne? Gut, okay, dann würde ich aber erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss!